Heute möchte ich euch eine schöne Übung zeigen, um Beinlängendifferenzen selber auszugleichen. Heutzutage hat eigentlich fast jeder oder sehr, sehr viele Leute haben funktionelle Beinlängendifferenzen. Es wird unterschieden zwischen anatomischen und funktionellen Beinlängendifferenzen. Anatomische sind sehr, sehr selten. Das wäre beispielsweise, wenn man in der Kindheit einen Knochenbruch hatte, das ein bisschen ungleich gewachsen verheilt ist, dann kann es tatsächlich sein, dass die Knochen unterschiedlich lang sind. In den meisten Fällen sind es aber funktionelle Beinlängendifferenzen. Das heißt, letztendlich aufgrund einer Beckenverwringung, aufgrund von unterschiedlichen Muskelzügen, Muskelverkürzungen rechts und links, kommt es zu dieser scheinbaren Beinlängendifferenz, obwohl die Knochen eigentlich gleich lang sind. Und wir gucken uns das jetzt bei Lisa einmal an, wie das hier aussieht. Das ist jetzt gerade ein ganz gutes Beispiel. Und zwar ziehe ich jetzt einmal ganz kurz hier an beiden Beinen, um so ein bisschen irgendwelche Ungenauigkeiten auszugleichen. Und wir schauen jetzt einmal von oben. Ich gehe jetzt hier mit meinen Daumen einmal unter die Knöchel, hake mich hier so ein und wir sehen jetzt letztendlich im Liegen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist das rechte Bein etwas länger als das linke. Und jetzt komm gerne einmal hoch in den Sitz, also in den langen Sitz, einmal aufsetzen. Auch hier kurz einmal wieder der Zug und hier ist es jetzt tatsächlich relativ deutlich. Bleib ruhig nochmal ganz kurz dabei mit der Kamera. Perfekt. Hier sieht man jetzt relativ deutlich, dass das linke Bein im Sitzen länger ist. Also meine Daumen stehen versetzt, man sieht auch die Fersen stehen versetzt. Und jetzt bitte einmal wieder hinlegen und dabei auf meine Daumen achten. Die rutschen jetzt förmlich aneinander vorbei. Das heißt, jetzt haben wir wieder das alte Bild. Also rechtes Bein ist im Liegen länger und das linke im Sitzen. Also das ist eine sogenannte variable Beinlängendifferenz, die funktionell bedingt ist. Und ich zeige jetzt eine Übung, wie man das selber ausgleichen kann. Man könnte natürlich auch zum Osteopathen, zum Physiotherapeuten gehen, könnte das innerhalb von kürzester Zeit ausgleichen lassen. Leider ist es aber so, dass dieses Muster relativ schnell wieder dafür sorgt, dass man letztendlich, einfach weitermachen. Okay. Man könnte jetzt zum Physiotherapeuten gehen, zum Osteopathen gehen, könnte sich halt diese Beinlängendifferenz relativ schnell beseitigen lassen. Leider ist es aber so, dass diese Muster relativ fest abgespeichert sind und der Körper sich da ziemlich schnell wieder reinreguliert in diese Fehlhaltung. Das heißt, eine Woche später kommen sie wieder, die Patienten, und stecken meistens oder oftmals wieder in dieser Fehlhaltung drin. Dementsprechend ist es wichtig, da auch für zu Hause die Möglichkeit zu haben, selber was zu tun. Und das zeige ich jetzt einmal. In dem Fall orientieren wir uns jetzt einmal daran, im Liegen hatten wir gesagt, rechtes Bein länger als das linke. Vorbereitend eine kurze Übung, und zwar ziehst du einmal die Fußspitzen beide ran und schiebst jetzt mal abwechselnd die Fersen 1-2 cm nach unten raus. Also einfach das gestreckte Bein aus der Hüfte heraus lang machen. Rechts, links im Wechsel. Kann ruhig ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger sein, so relativ fließende, gleichmäßige Bewegungen. Noch ein bisschen schneller. Geht aber nicht darum, das mit Kraft zu machen, sondern so rhythmische, lockere Bewegungen rechts, links im Wechsel. Das mobilisiert jetzt auch schon mal hier oben die Hüften, die Iliosakralgelenke. Genau. Und jetzt schiebst du das rechte Bein raus und bleibst in dieser Position. Jetzt kommt der schwierige Teil, und zwar fasst jetzt einmal selber mit deiner Hand hier an den Beckenknochen. Genau, also gehst praktisch mit dem Bein von oben auf den Beckenknochen und sorgst dafür, dass das Bein lang bleibt. Also schiebst jetzt richtig das Becken nach unten runter. Auf der anderen Seite suchst du dir deine Beckenspitze, die haben wir hier. Gehst da mit der Kleinfingerkante von unten heran und ziehst praktisch das linke Bein nach oben. Also rechts runterschieben, links hochziehen. Wir wollen praktisch, dass die Gürtellinie schräg ist. Und in dieser Position bleibst du jetzt. Das heißt, du versuchst die ganze Übung, diese schräge Beckenstellung zu halten und machst jetzt mit den Knien diese Bewegung. Das heißt, du ziehst die Knie etwas an und lässt sie wieder plumpsen. Also richtig mit so ein bisschen Schwung und Schmackes. Dieser Impuls, der hier jetzt von Knie entsteht, der soll oben im Iliosakralgelenk ankommen und da letztendlich diese Blockierung in Anführungsstrichen lösen. Genau, ruhig noch ein bisschen weitermachen, richtig duft, 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 duft. Die Knie runter plumpsen lassen praktisch. Genau, das ist auch ein bisschen schwierig, so seinen Rhythmus zu finden, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man das ganz gut hin. Sehr schön. Dann einmal wieder locker lassen. Und jetzt gucken wir mal, ob das schon einen Effekt hatte. Gerne noch mal einmal kurz rüberkommen, dass wir einmal von oben noch mal gucken können. So. Das sieht jetzt auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Wenn man jetzt hier von oben guckt, meine Daumen
sind relativ parallel. Und dann gerne nochmal in den Sitz kommen. Hier war es ja noch deutlicher zu erkennen, dass das linke Bein in dem Fall länger war. Und da ist es jetzt noch minimal, aber schon deutlich besser. Wir können vielleicht noch einmal kurz nachjustieren, dass du nochmal ganz kurz dich hinlegst. Wir wiederholen es nochmal. Rechtes Bein nochmal rausschieben, also lang machen. Mit der rechten Hand richtig mit den Beinen oben auf den. Ich würde, so geht es auch, aber ich würde versuchen, wirklich mit den Beinen, mit dem Daumenbein wirklich so von oben rauf zu gehen. Hier wieder mit der Kleinfingerkante, also da kann man richtig die Hand so zu so einer Schale formen und dann hier unten anhaken. Genau, diese Position halten und nochmal kräftig schütteln. Ja, genau, super. Perfekt. Und wieder locker lassen. Einmal kurz in den Sitz hochkommen. So, und jetzt schauen wir nochmal. Und vorhin hatte man ja gesehen beim Hinlegen, dass es relativ deutlich aneinander vorbeigerutscht war. Das heißt, du legst dich jetzt einmal auf den Rücken. Und da sehen wir, die Daumen bleiben schön nebeneinander stehen. Das heißt, Lisa hat es jetzt geschafft, durch diese einfache Übung ganz allein ihre funktionelle Beinlängendifferenz auszugleichen. Leider muss man sagen, für den Moment, das kann sein, wenn sie jetzt gleich aufsteht, ein paar Schritte macht oder morgen früh aus dem Bett kommt, dass es dann schon wieder sich in die falsche Haltung reinreguliert hat. Aber zumindest hat sie die Möglichkeit, jetzt kurzfristig einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn man das regelmäßig macht, also wenn man diese Übung täglich macht, hat man auch durchaus Chancen, dass diese Symmetrie letztendlich dann erhalten bleibt. Ich empfehle auf jeden Fall, immer beide Richtungen zu machen, also beide Seiten. Wir haben uns jetzt einmal auf die rechte Seite rausschieben konzentriert, weil da letztendlich die Differenz war. Aber man selber weiß ja manchmal auch nicht 100%, welches Bein ist jetzt eigentlich länger. Insofern würde ich immer empfehlen, sowohl rechts als auch links zu machen. In dem Fall wäre das dann, wir können das noch einmal ganz kurz der Vollständigkeit halber machen. Linkes Bein einmal rausschieben. Genau, jetzt gehst du praktisch auf der linken Seite mit dem Bein von oben auf den Beckenkamm rauf. Ich zeige es noch einmal ganz kurz. Am besten so, also richtig mit dem Bein von oben festhalten. Auf der anderen Seite die Kleinfingerkante von unten an die Beckenspitze anhaken. Hier runterschieben, hier hochziehen. Und jetzt nochmal die Bewegung. Also im Zweifelsfall einfach immer sowohl rechts als auch links. 15, 20 Mal kräftig schütteln, das reicht in der Regel schon.